Servus Leute und willkommen zurück zum Baustellensimulator 2016. Ja, wir haben jetzt 10 Parts hinter uns, jetzt den 11. Part am Aufnehmen. Es wurde gewünscht, dass wir noch ein bisschen weitermachen. Und ja, ich habe mal gedacht, das machen wir dann auch. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Wir haben jetzt 2300, ich will die noch nicht upgraden. Ich will nämlich schauen, dass ich wirklich das Geld spare und zuerst einmal alle Maschinen mir kaufe, die es so gibt. Über die Zeit hinweg, weil die werden sicher auch noch ein bisschen teurer werden. Wir müssen die Wände aufstellen. Haben wir das nicht schon gemacht? Oder kann ich mich nicht mehr erinnern? Warte mal, bitte. War das nicht... Hä? So, jetzt bin ich ganz, ganz verwirrt. Wie steige ich ein nochmal? Ah, F war das. So. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem Controller gespielt habe oder... Nur normal. So, passt. Tabulator ist wechseln. Nein, ich glaube, das habe ich ohne Controller gespielt. Kann man das überhaupt mit dem Controller? Na, geht ja gar nicht. Da hat es noch andere Tasten gegeben. Welche waren denn das? Kurz, ich muss mir das kurz jetzt wieder anschauen, dass ich da wieder hinkomme. Q und E und Maus. Ah, da habe ich ja schon welche aufgestellt gehabt das letzte Mal. Da haben wir ja angefangen zumindest. Naja. Wenn ich nicht will, müssen wir es halt nochmal machen. Ist jetzt kein Problem. Ich muss ehrlich sagen, der Kran ist eher eines meiner eher noch Lieblingsmaschinen hier. Aber es ist halt so, dass der Kran auch ein bisschen mühsam ist, weil der ja so. Ihr seht ja, wie das Kabel pendelt. Das ist ja nicht mehr normal. So, jetzt müssen wir warten, bis sich der in die richtige Richtung gedreht hat. Und dann schauen wir, dass wir da runter gehen noch. Ein bisschen rein wieder. Und ich glaube, jetzt können wir schon runter. Perfekt. Nummer 1 abgeschlossen. Es geht nochmal so relativ schnell. Und wir müssen, glaube ich weiß nicht, was wir nachher betonieren müssen. Die Schalungen. Ich hoffe, die kann ich auch nachher noch betonieren, wenn ich da aufgestellt habe. Aber ich glaube schon. Ich schätze mal schon. Weil es ist ja trotzdem ein Zaun dazwischen und... Ob ich da jetzt nachher noch die Wände habe oder nicht. Oder sollte ich erst die Schalungen betonieren? Nein, ich probiere jetzt zuerst die Wände zu aufstellen und dann zu betonieren. Er hat mir nicht wirklich vorgegeben, was ich zuerst machen soll. Deswegen sollte eigentlich beides gehen, meiner Meinung nach. So, dann mal runter. Sich das in die richtige Richtung bewegt. Bisschen runter so. Noch ein bisschen vor, ein bisschen rüber. Komm, schwing dich aus. Und hinunter mit dir. Perfekt, nächstes gleich holen. Das läuft, das läuft. Ich muss ehrlich sagen, mir macht der nicht so viel Spaß wie der Bausimulator. Der originale, was wir zuerst gespielt haben sozusagen. Weil einfach die Maschinen nicht so funktionieren. Halt nicht so toll sind wie die vom... Bausimulator und die Physik nicht so wahnsinnig ist. Sonst ist er ganz nett und auch so für, ich schätze, dass er jetzt vom Umfang her nicht mehr 50 Jahre braucht, so zum Durchspielen, sondern eher demnächst zu Ende sein wird. Okay, stell dich hin doch. Haben wir jetzt wieder eine Wand umgeschmissen. Also sollte auch kein Problem sein, einfach hingehen. Einhaken. Und dass der so schwingt, das ist so irgendwas. Ah, jetzt haben wir die hintere Wand. Okay. Auch kein Problem. So, wir müssen ausfahren auf jeden Fall ganz jetzt. Und gar nicht so hoch gehen. Mein Lieblingsding, Benzin holen. Das Wertloseste, was es gibt. Na, das war's nicht. Das Wertloseste, das es gibt in dem Spiel. Überhaupt mit 5 Liter Kanister dann da wieder irgendwas aufzufüllen. Die Maschinen haben meistens so 400-500 Liter Tank. Zumindest die großen. Oder noch mehr sogar. Traktoren haben ja auch riesen Tanks. Da gibt es auch bis zu, glaube ich, fast 1000 Liter. Bei den ganz großen. So, wir müssen auf jeden Fall einfahren. Wir sind da schon viel zu weit. Bisschen raus und runter. Perfekt.
und die letzte Wand wartet auf uns auf dieser Seite, dann haben wir noch auf der anderen Seite, aber ich glaube, ich betoniere dann zuerst. Ich will es nicht riskieren, dass wir nachher nicht betonieren können, weil wir zuerst die Wände aufgestellt haben. Aber nein, wir können sowieso, nein, wir können es eh ausstellen, es ist eh egal. Weil das Problem ist jetzt, glaube ich eher, wenn ich jetzt betonieren anfange, ich muss auf der Seite, man muss von beiden Seiten betonieren, es geht nicht so, dass ich nur von einer Seite. Na, häng dich ein. Wieso ist die so beschädigt? Wieso ist die Wand so beschädigt? Das gibt's ja nicht. Das schaut aus, wie ich möchte und ich kann nicht drehen so gerade. Ich bewege mich in alle Richtungen. So, jetzt lass dich wieder reindrehen. Komm, dreh dich rüber. Schaut, dass ich das nicht mit der Hand... Jetzt will der nicht drehen. So, okay, jetzt haben wir das mal richtig. Dann würde ich sagen, ein bisschen noch raus. Ein bisschen rüber. Na, ein bisschen rüber. Dass wir auf die Innenseite kommen. Und dann gehen wir da hinunter. Ich sollte auf die Innenseite. Komm, kling dich ein da. Komm jetzt. Das ist ein Dreck. Wenn du da die falschen Wände hast, das ist... Ja, yep, endlich. So, wir werden den ein bisschen einfahren zumindest. Ich bin mir nicht sicher, ob der das sonst aushält, wenn wir das so extrem ausgestreckt rüberfahren. So, und dann würde ich sagen, fahren wir mal rüber. Ich hoffe, ich komme da hinten im Kreis rum, dass ich das so machen kann, wie ich vorhab. Perfekt. Ja, das geht sich schon aus. Er schwankt zwar ein bisschen mehr, aber es geht. Trotzdem haben die Äste nicht wirklich Kollision. So, da schieben wir gleich wieder zurück. Und bekomm Grip bitte. Bekomm Grip. Obwohl es eigentlich sinnvoller wäre, wenn wir wieder rückwärts hinfahren, weil ich glaube, dann ist es leichter zum Drehen. Deswegen werden wir sich da herstellen. Weil ich wird mich da so. Wird da jetzt umdrehen, wird dann rückwärts hintere schieben. Ich glaube, das sollte eigentlich funktionieren. Außer jetzt ist gleich der Tank wieder leer, der links unten. Es gibt ja Leute, die schauen unten auf den Tank jetzt die ganze Zeit und hauen sich ab, wenn ich mich extrem aufreg. Aber es nervt einfach, der komische Tank, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja nicht normal. Und deswegen finden es halt einige ganz lustig, habe ich schon gehört. So, gleich bitte nimm die erste Wand und nicht die zweite. Komm, kling dich ein. Danke. Anheben. Und wir sind schon am Weg hinüber. Ich weiß nicht, ob ein Dummdreher, die drehen schon sehr langsam. Aber ob so langsam drehen, da bin ich mir nicht sicher. Es ist schon Mörder. Ja, extrem langsam, was er sich bewegt. Ob es richtig ist oder nicht, das weiß ich nicht ganz genau. Das könnt ihr mir ja vielleicht in die Kommentare schreiben. Weil die drehen schon. Ach Gott, ach Gott. So wertlos. Das ist wirklich wertlos. Deswegen finde ich das so, auch so extrem sinnlos. Wenn du da wegen so einem dummen... So, wir müssen ein bisschen einfahren. Perfekt, haben wir mal den ersten. Wegen so einem dummen, wirklich dummen Benzinkanister jedes Mal ein- und aussteigen musst. Deswegen gibt es nochmal so das Upgrade. Ich bin jetzt immer überlegen, weil die Reifen sind jetzt okay nicht das Problem meistens. Eher ist das Problem die Benzintanks, ob ich die nicht upgrade. Von jeder Maschine einfach einmal. Kostet zwar wieder Geld und ich wollte eigentlich Geld sparen, dass ich mir gleich immer alle Maschinen kaufen kann. Aber ja, bevor ich mich da jedes Mal so extrem herumärgere, mache ich doch lieber Benzintanks, weil das bringt mir ja auch wieder Geld ein. Weil dann habe ich ja weniger Ausgaben an Benzinkosten jede Runde, wenn ich ein Projekt, sozusagen wenn ich so eine Baustelle absolvieren muss. Und das bringt ja dann auch wieder Geld. Weil der kostet ja, jeder Benzintank kostet ja, weiß nicht was, 50 waren es glaube ich. Nein, ausfahren weiter. Und dann rum, ausfahren. Ah, Junge. So, runter mit dir. Rüber, ein bisschen einfahren. Wieso setzt denn nicht hin?
Perfekt, nächste. Boah, die Ecke hat aber schön, hat die Baufirma sehr, sehr schlampig gemacht. Ah, die wird nachher wahrscheinlich noch mit Beton ausgegossen werden. Und ich glaube, dass sich das schon bringen wird, wenn man da zumindest mit den ganzen Maschinen, die wir brauchen. Wo fahre ich denn wieder hin? Da zumindest den Benzintank höher machen. Die Reifen sind, wie gesagt, nicht wirklich notwendig. Man sieht es ja bei der Map da jetzt, da hat man nicht wirklich viel fahren müssen. Beziehungsweise wenn wir fahren haben müssen und da ein paar so Stacheln sind, dann weichen wir halt aus. Es geht glaube ich eh nur um die Stacheln zum drüberfahren, weil sonst reißt das sowieso so ein der Reifen nicht. Das ist ja nur bei den Stacheln, bei den komischen, bei den Metalldingen. So, und hinunter mit dir. Perfekt. Nächstes abgeschlossen. Und ich will jetzt am liebsten nicht das letzte haben, sondern wirklich das nächste. Also sonst habe ich wieder das Problem, obwohl das Problem mit Einfädeln habe ich diesmal so und so. So wie ich das jetzt schon sehe. Weil ich ja hinten sowieso die linke Wand auch schon habe. Jetzt bin ich gespannt, welche immer. Na, er hakt mal wieder die an. Er hakt mal wieder die an. So, gleich mal ausfahren. Ist jetzt nicht so tragisch, aber es ist halt schon ein bisschen nervig, dass man die falsche anhat, die ich nicht haben will. So, hinunter mit dir. Ein bisschen rüber. Hinunter, einfahren ein bisschen. Perfekt. Abgestellt. Eine Wand haben wir noch. So, können wir gleich mal einfahren. Seil hinauf. Zughaken hinauf. So, den haben wir auch. Bist du deppert, wie wir ein Profi? Wir haben Profi-Kranbetreiber. Ich sehe es schon. Aber wo ich in dem Part das Betonieren auch noch schaffe, das glaube ich fast nicht. Überhaupt ein Zoo, was ist? Das geht mir am Arsch langsam. Das ist das Deppertste, was es gibt in dem Spiel. Entwickler, was habt ihr denn da dabei gedacht? Keiner hat das Spiel von euch durchgespielt. Das kann mir keiner einreden. Das ist ja mühsam. Das ist ja irgendwas. Das kann ja nicht sein, dass man so Benzintanks nachfüllen muss bei solchen Maschinen. Da arbeitest du mal so einen ganzen Tag, das ist mindestens für einen Tag ausgelegt. Super, jetzt kann ich da wieder nicht einbauen, das Ding da, weil es hinten und vorne die Kollision beherrscht. So drehe ich ein bisschen rein drin noch, ein bisschen zurückziehen. So, das haben wir mal geschafft. Das kann ich eigentlich aussteigen gleich. Und lassen wir mal stehen, die Kitten. Nehmen wir sich gleich unseren Betonmischer mit Pumpe eingebauter. Das haben auch zwei Leute geschrieben, so einen kennen sie gar nicht. In echt. Ich kenne das schon. So. Jetzt müssen wir nur schauen, wie ich darüber komme. So, jetzt weiß ich nur nicht. Warte mal, was war denn die Taste noch? Da, Q, was? Na, jetzt komme ich bei der scheiß Wand nicht hoch, oder wie? So, wir werden das natürlich so auf Distanz spritzen müssen, ein bisschen. So, dann füllen wir das auf. Das ist das Coole, ich finde, das ist das Geilste gemacht. Das Betonieren, das macht richtig Laune. Da kannst du auch. Das schaut auch wie in echt aus im Endeffekt, wenn Beton wieder fließt. Muss ich ehrlich sagen, das schaut geil aus. So, Tabulator fahren wir gleich vor zum nächsten. So, wir schauen gleich, dass wir hinfahren, richtig. Ja, dann können wir einfach gleich draufdrücken und füllen das Ganze. Und die vier was? Schalungselemente, ich schätze, sind irgendwelche Grundsäulen, wo das Haus nachher draufsteht. Obwohl die ein bisschen gar extrem sind für das Haus, für das Kleine. So, dann fahren wir gleich rüber auf die andere Seite. Ah, das geht sich perfekt aus in dem Bad noch. Das machen wir noch fertig auf jeden Fall. Das Einzige, was blöd ist, dass ich jetzt vorne den depperten Kran stehen habe. Ah, das sollte sich eigentlich auch ausgehen. 22. Die Schalungselemente sind auch halbwegs schön schnell zu betoniert. Warum man da so komische Ecken weg hat bei den Schalungselementen, verstehe ich nicht ganz.
So, jetzt schauen wir einfach, ob sie sich ausgeht, wenn ich drehe den Kran ein bisschen. Aber normalerweise sollte das kein Problem sein. Und 42, 45, 51, 60, 70, 80, 90. Und wir sind fertig, Ziel erreicht. Wir verdienen 7.000, keine Bonuskosten, 150 Kosten für die drei Tanks, was wir braucht haben. Wir haben jetzt 9.200 am Konto und dann schauen wir noch ganz kurz, ob es was Neues gibt. Nein, es gibt nichts Neues zum Shoppen und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Part vom Baustellensimulator 2016. Bis dann, tschüss.